Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Monster Hunter Rise Sunbreak mit wunderschönem Thumbnail und dem harten Krieger hier. Letzte Folge musste ich doch auf die Gewehrlands wechseln und dann habe ich gesehen, dass ich die Bischartenbeine doch noch verbessern musste und ein bisschen was. Jetzt habe ich nochmal alles verbessert vom Gewehrlanzen-Set. Allerdings will ich mir mal ein schweres Bogengewehr bauen. Ich habe Bock, mir noch ein schweres Bogengewehr-Ding zu bauen mit Schild, wo ich einfach wieder grobmotorisch reinhalten kann. Dazu habe ich mich ein bisschen schlau gemacht und festgestellt, dass das Garangolm-Gewehr sehr stark ist. Wo ist es? Garangolm. Ich habe es eben schon gesehen und... Oh, Espinas. Ich will mal kurz das Espinas-Ding angucken. Oh, 340. Das hört sich aber auch sehr heftig an. Ich 10% Crit sind natürlich verlockend, aber ich will das Garangolm-Gewehr. Ich wollte es mir letztes schon bauen, weil es super lustig aussieht. Hier, guckt euch das mal an. Das erinnert mich an einst, als ich sehr viel Schrot gespielt habe. Okay, dazu müssen wir erstmal das hier bauen. Nee, wir rüsten es noch nicht aus, weil mir fehlt noch Set dazu. Verbessern wir es direkt. Jo, wir können auch direkt weiter durchverbessern, sehr gut. Aber es gibt noch eine Stufe. Ich muss eh noch weiter durchpeitschen. Ich glaube, ich kann mir auch jetzt noch kein so richtig geiles Set bauen. Ich kann allerdings gleich mal gucken. Vielleicht kriege ich ja schon was zusammen. Ja, ich glaube, ich will schon was zusammenfummeln. Ich rüste das mal aus. So, es hat auf jeden Fall eine Menge Slots. Ich guck mal, was ich mit meinem Zeug zusammenfummeln kann, aber ich glaube, das reicht nicht. Nee, ich muss auf jeden Fall gucken, wo ich noch Schrot drauf habe. Ob es schon coole Rüstungsteile gibt. Auf Heize ist halt auch stark. Einheize. Aber hier ist schon mal Blocken und Blocken hoch drin. Das ist. Ach, das ist ja Besel jetzt. Artillerie brauche ich nicht. Das hier könnte sehr interessant sein. Aufhetze und schon mal ein bisschen Blocken und die zwei Slots. Scharfschwert ist halt ein bisschen blöd. Da müsste der extra Schuss mit dabei sein. Schade. Alceno. Hätte ich auch gern drin, der Blutritus. Weil man hat ja doch mit dem Schrotgewehr relativ schnell was verletzt. Und dann kann man da als in die Verletzung reinprügeln. Verbringen der erste Blutritus. Erhöht die Menge der Gesundheit, die du wiederherstellst. Ein Teil des ausgeteilten Schadens wird in Gesundheit umgewandelt, wenn du einen bereits gebrochenen Teil... Das sieht interessant aus, die Brust. Ich muss gucken. Blocken hoch. Das wäre auch okay. Offensive Abwehr. Ich muss gucken, ob es eine Brust mit Schrot gibt. Wobei, ich glaube, der Renault... Oh! Zweimal Schwächenvorteil. Der Donnerangriff ist halt ein bisschen blöd. Schuss, Nachladetempo und ein Dreier-Slot. Das wäre gut, weil ein Dreier-Slot können die... Ja, das wäre schon edel. Was hat denn das unten gehabt? Irgendwie habe ich halt schon voll Box mit dem anderen zu bauen. Ich baue mir einfach mal die Malzeno-Brust. Ich zieh die mal an und guck mal, ob ich damit was zusammengefummelt krieg. Die hat ja auch... Ja, die hat nur einen Zweier-Slot. Egal, ich will diesen Skill mal drin haben. Scheiß drauf, ob das jetzt mega super viel Schaden macht oder nicht. Ich will einfach, dass ich den Chip-Damage heilen kann. Was war ein Salve? Beständige Treffer erhöhen schrittweise Angriff und Elementangriff.
wäre halt eine Stufe Salve, wäre eigentlich für Dings auch nicht schlecht. Aber 5 Angriff scheint mir ein bisschen wenig. Crit Boost. Angriffsboost, Crit Boost und Teile Zerstörer. Das ist natürlich auch fein. Aber das hier ist, glaube ich, der Shit. 2x extra Schuss drin. 2x Angriffsboost. Schrot hoch. Pflege. Was war Pflegenummer? Steige die Eigenschaften. Schalldämpfer und Schild werden keine verwendet. Doch, ich glaube, der Kopf ist der Shit. Alter, hätte ich diesen Pflegeskill auch mal drin. Zum Testen. Ich glaube, ich nehme den. Weil dann habe ich schon 2x Schrot hoch und habe auf jeden Fall noch einen 3er-Slot. Gucken, ob es noch was Besseres gibt. Ah, der wundervolle Hut. Dreimal kritischer Blick. Hey, Meisterschliff ist Schmutz. Also Meisterschliff ist, ja, ist nicht schlecht. Der ist auch gut, ein Extraschuss, aber Schlafangriff und Schlafwiderstand ist halt Quatsch. Ich muss schon Skills nehmen, die ich auch brauche. Ballistik, ja, Ballistik ist auch gut. Was bringt denn der zweite Pflege dann? Achso, da kommt nur Zielsicherheit. Stimmt, Ballistik sollte ich auch mit reinnehmen. Oh. Offensive Abwehr, Angriffsboost, Schrot hoch. Was an dem Ballistik-Ding blöd ist, dass ich nur 2er-Slots habe. Nee, Quatsch, ein 4er. Mal hier ist ein 4er-Slot. Angriff, Schrot. Ich schrot schon mal auf 2. Was war das andere? Der hat nur ein 2er. Das ist eine Zielsicherheit. Abweichung. Ja gut, die Abweichung ist bei Schrot scheißegal. Ich bin eh ganz nah dran. Das war der andere Helm, den ich wollte. Ach, der hier, glaube ich. Ich baue den mal. Zieh den mal an. So, Handschuhe. Vorstoß. Erhöht Angriffskraft und Affinität beim Angriff auf ein großes Monster, das durch Gift, Lähmung. Nee. Hoch und zweimal aufwärts wäre schon fein. Das Problem ist, am Ende muss ja auch alles zusammenpassen. Egal, ich fummel jetzt mal sowas grob zusammen. Hier ist auch Schrot drin.
Defensive Abwehr. Ich kann halt auch nicht so viele Block. Ich sollte jetzt noch was für Blocken nehmen. Ach, die haben direkt zweimal Schrot hoch. Das ist schon gut. Blocken hoch direkt auf 3. Oh, zweimal extra Schuss. Höchstmacht geht's oben, Munition hoch. Handwerk ist halt doof. Auf jetzt 3. Macht schon was her, ja. Ich würde gern was nehmen, was ich gerade bauen kann. Dass ich es direkt ausprobieren kann. Das ist zwar dann nicht optimal. Aber es lässt sich halt damit arbeiten. Fast, ich nehme die. Wie viel habe ich denn jetzt gerade? Ich muss mal die anderen Sachen ausziehen, dann geht's besser. Gürtel ziehe ich noch an. Ich lasse das mal kurz an und guck mal, ob ich was Besseres. Nee, Quatsch, ich wollte ja die Brust anziehen. Ich wollte ja den Buff rein haben. Irgendwas mit Schwächenvorteil oder Blocken wäre jetzt halt gut. Oder das hier, Munition hoch. Bring on the hard stuff! Ain't nothing I can't forge. Seeing my customer smile is the main reason I've been banging away at this skills and stuff for so long. Hier habe ich Blocken hoch, halt direkt fertig.
Ich brauche irgendwas mit Blocken, weil ich brauche ja Blocken hoch und Dings. Ja. Und Ballistik brauche ich auch noch ein bisschen. I have been wanting to be a blacksmith ever since I was little. Guess you could say I'm something of an expert at this point. Don't worry about your gear. I grip this here hammer with confidence. Noch 3 Zweier-Skills, ein Zweier und ein Einser. Ich hau die mal rein. Jetzt brauche ich noch Beine. Die Scheiße, ich hätte vorher gucken müssen, ob es überhaupt Beine mit Blocken hoch gibt. Na gut, Blocken hoch kriege ich auch noch rein und dann brauche ich. Ja! Das ist doch gut. Ich muss vielleicht die hier nehmen. Was, der hat dreimal extra Schuss drauf. Wahnsinn. Die waren's, gell? Ja, komm, die nehme ich mal. So, das könnte fürs Erste was taugen. Direkt. Geld haben wir genug. Wenn ich Geld brauche, muss ich Monster jagen, damit ich mehr Geld kriege. Punkte bis zur nächsten Stufe. Wahnsinn. Alles verbessert, jetzt hauen wir Dekos rein. Mal gucken, was am Ende dabei rauskommt. Okay, ich brauche 2 Kapazitätsdinge auf jeden Fall. Oder? Ja, jetzt haben wir 7 Schuss, Schrot 3. Oh fuck, Schrot hoch brauche ich auch noch 2. Ich brauche noch so ein Schrot-Deko-Ding.
Ach gut, ich kann es bauen. Okay, good luck. So, dann brauchen wir einmal Schwächenvorteil. Dann brauchen wir hier eigentlich kritische. Oh, Crit Boost habe ich schon voll. Jetzt. Oh, nur die 50%. Ach scheiße, und Ballistik fehlt mir auch noch. Nee, es ist nicht gut. Und ich habe nicht mal Blocken komplett voll. Ich habe gar keinen Blocken. Normales Blocken. Das ist aber nicht so schön. Doch, Blocken 3 und Blocken hoch. Aber echt wenig Crit. Naja, probieren wir es mal aus. Komm, ich mach das raus und mach mir hier wenigstens ein Expertenjuwel rein. Okay, Nachladen habe ich auf minus 2. Ich brauche aber noch Absorbe. Ich muss mir auch noch einen Schalldämpfer drauf machen. Ach nee, ich wollte ja ein Schild drauf machen. Gibt ja gar keinen Schalldämpfer. Mal gucken, ob das Nachladejuwel noch irgendwas ändert. Ah, ich habe schon Nachladen minus 2. Ich glaube, auf mehr komme ich nicht, oder? Ach nee, jetzt, ich muss hier nachladen, muss hier hoch sein. Der ist sofort minus 2. Okay, nachladen auf 2, mehr geht nicht. Ich kann noch einen Einser reinmachen, lassen wir mal rein. Noch ein Wappnungsjuwel. Slot, den Dreier brauche ich. Habe ich vielleicht noch was, eine coolere Kette? Einmal Schwächenvorteil, einmal Kritblick, aber auch nur ein Dreier-Slot.
Naja, so probieren wir es mal aus. Wie viel Zeit die anderen mal zu überspeichern? So, wie viel Angriff haben wir denn jetzt? So, dann gehen wir was essen. Ach stimmt, ich müsste mir noch ein Essen zurecht machen dafür. Ach, ich kann eigentlich hier mit. Geht's eigentlich? Boah, jetzt haben wir echt lang rumgemacht, um Set zu bauen. Sorry, für das, dass ich schnell ein Set zusammenfummeln wollte, habe ich ganz schön lang gebraucht für das. Das ist sehr übel, der Shagaramagalue ist so stark. Oh, eine dringende Quest sogar. Na gut, wir müssen nicht gleich den Shagara machen. Warte mal, wir treten mal irgendwelchen. Oh, stimmt, ein Loadout brauche ich noch. Habe ich nicht noch eins mit Schrot? Ich hoffe. Hier noch was mit Schrot anzubieten. Nee, da müssen wir eins bauen. Das Blöde ist das Dings, gell? Dass das mir immer das andere überspeichert. Brauche ich hier die anderen Bären? Schrapnell 3 geht auch. Ja, nehmen wir mal mit. So. Objektset. Wie überspeichern das hier? Ich weiß eh nicht mehr, was ich das benutzt habe. Möchtest du das Tortenmenü auch registrieren? Ja. Also man kann das Tortenmenü registrieren. Tortenmenü Quest Z1. Wenn ich jetzt das hier wieder nehme. Warum ist das scheiß Tortenmenü geendet? Das ist doch zum Kotzen. Basiseinstellungen. Also das ist auf jeden Fall richtig schlecht, dass das nicht mehr funktioniert. Ja, was soll's. Dreck halt. Ja doch, wir gucken mal, ob es direkt bei der 5er klappt. Mal sehen, ob es bei dem Rayang funktioniert und mal sehen, ob die Quest überhaupt losgeht. Ich wollte gerade sagen, wenn es nicht losgeht, mache ich eine neue Folge für die Quest. Dann war das heute nur eine Bastelspaßfolge, aber... Ja, ihr wisst doch, wie es ist. Ich will eine Jagd wenigstens mit drin haben. Ups. Scheiße, ich war gierig. Aus Gewohnheit gleich zwei genommen. Okay, wir gehen erst schnell sammeln, dass wir kein schwacher Lappen sind. Falls ihr irgendwann mal mit mir in der Quest drin seid, kein Problem. Ihr könnt ruhig erst
eine große Runde laufen und euch ihr Letzte holen. Ich mache das auch immer. Ich habe immer Angst, wenn die Leute reinkommen, wenn die Quest schon im Moment läuft und wenn die direkt kämpfen kommen. So, raus hier. Wo die Feinsten ihre Litze rumhängen, aber ich weiß ja eigentlich, wo sie so ungefähr rumhängen. Und mir fällt auf, ich habe mir wieder keine Nebendinger mitgenommen, aber ein Allfeuerstein, jo. Ach ja, ich habe mir vorhin nämlich ein Video angeguckt vom Angbata, aber den gucke ich gern. Da hat er mit der Waffe so ein schönes Set gebaut, aber das ist ein komplettes Endgame-Set wieder gewesen, da muss ich erstmal hinkommen. Um hier einen richtig krassen Shit zu machen. Mit Augmentierung und alles hat er da schon drin gehabt. Da habe ich gedacht, mal sehen, ob ich... Aber der hat echt viel. Der hat noch Ballistik rein und Crit und... Da ist das echt ein schwaches Set. Wahrscheinlich könnte ich was... Ja. Wenn ich Blocken einfach nur ein bisschen reingeslottet hätte, dann hätte ich vielleicht doch mehr Angriffskills gekriegt. Aber ich will mal einfach mal gucken, wie viel Zorn das jetzt hat. So. Ob das schon was taugt. Oder ob es Schmutz ist. Werden wir alles gleich erfahren. So, ich würde sagen, wir sind bereit. Kämpfen gehen. Wo bin ich denn eigentlich gerade? Ich bin der Blaue. Okay, ich muss hier rüber. Hier ist doch eigentlich auch nur ein Grüner, oder? Chip-Damage ist schon nicht so ohne. Ich muss auf jeden Fall sein Horn verletzen, um zu gucken. Ja. Was war das jetzt? Erstmal heilen. Ja. Oh Gott, jetzt verrecke ich. Ich bin beim Werfen schon gestorben. Krass. Scheiße, ich muss mir nochmal kurz die Wechselkünste angucken. Denn ich bin hier bei den Wechselkünsten. Oh, den anderen hat es auch gerissen. Erstmal was essen. Na, ich wollte doch nach den Wechselkünsten gucken. Schlecht war der Rayang auch nicht so das optimale Monster, um hier direkt zu testen. Oh, ich glaube, ich bin gekickt worden. Nach dem Loslassen. Ein Schießstil, der Kraft ansammelt in dem. Ach so. Nee, der ist nicht so gut hier. Seltsam an.
bewege dich wie ein rasender Waldbrand fort. Diese Technik nutzt einen Seilkäfer, um dich zu ziehen, während du vorwärts gleitest. Du kannst so Angriffen ausweichen, deine Position anpassen. Untergehende Sonne. Eine Seidenbindertechnik, bei der ein Seilkäfer einen Ring aus Eisenseide erstellt, in dem sich spezielles... Ach so. Hätten sie verlangsamt. Kann die Gesamttrefferzahl beim Aufschlag erhöhen. Uff. Ich nehme das mal mit. Obwohl... Ach, ich will es einfach mal ausprobieren. Gut, gut. Ich bin entweder rausgeflogen oder ich vermute, ich bin gekickt worden. Was ich... Ja, ich habe es auch verdient. Ich bin hässlich gestorben. Und spiele mit einem Set, an das ich gerade nicht gewöhnt bin, hier direkt in Rayang. Das ist... sorry, Leute. Ich habe zwar World viel Schrot gespielt, aber das ist lange her und ja, ich habe das gesehen. Wieso hat er jetzt nicht geblockt? Gut Schaden eigentlich. Ach, der Chip-Damage ist noch viel zu heftig für ein Blockgewehr. Mist. Ich habe gedacht, mit dem Schulterstoß kann ich zu einem Angriff ausweichen. Zweimal heilen. Ich hoffe, der hat jetzt nicht die komplette Stärke vom Multiplayer-Monster. Und vor allem die Leben. Nein, der hat mich schon wieder, das gibt's doch nicht. Okay, es ist nicht besonders ausgefeilt. Ich brauche mehr Blocken, damit ich nicht so viel Chip-Damage krieg. Und ich muss vorsichtiger sein. Ich darf mich nicht schnappen lassen. Das werden wir in der nächsten Folge aber nochmal ausprobieren. Das kann ich nicht so stehen lassen. Das einzige Gute ist, es ging ein bisschen schneller vorbei als gedacht. Ich habe jetzt gedacht, wir prügeln da voll lang drauf ein. Ich muss vorsichtiger sein. Und leider konnte ich den Skill nicht ausprobieren. Der Schaden war auf jeden Fall stark. Der war schon okay. Aber ich muss hier noch ein bisschen was zusammenbasteln. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund und habt ganz viel Spaß. Tschüss.